Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel des SV Sandhausen gegen den VfL Osnabrück. Endstand 3:0. Ganz herzlich begrüßen darf ich den Gästetrainer Florian Fulland hier in Sandhausen und meinen Kollegen Sebastian Rüther. Die beiden werden beginnen mit dem ersten Teil der PK. Anschließend werden wir fliegend wechseln. Bitte schön. Vielen Dank, Markus. Ja, Florian, zunächst natürlich erstmal dein Statement zum Spiel. Ja, guten Tag zusammen. Erstmal natürlich Glückwunsch an den SV Sandhausen von unserer Seite aus. Ich denke, das Spiel hätte für uns jetzt nicht unglücklicher starten können, wenn man nach 4 Minuten einen Elfmeter und eine rote Karte und dann noch das 1-0 gegen sich bekommt. Ich glaube, wir haben dann versucht, uns erstmal auch zu stabilisieren, das auch so abzufangen. Das hat auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit so ganz gut funktioniert, dass wir jetzt nicht weiter Großchancen auch zugelassen haben, trotzdem natürlich für uns jetzt auch nicht unbedingt den Weg nach vorne gefunden haben. Haben uns dann, denke ich, aus unserer Sicht zu sehr auch auf dieses körperlich robuste Spiel auch eingelassen, viel mit langen Bällen gespielt und haben es nicht geschafft, auch da trotz Unterzahl auch spielerische Lösungen zu finden. Das haben wir nicht geschafft. Zudem einfach auch, glaube ich, zu wenig Zweikämpfe gewonnen, um dann ja auch mit 10 Mann bestehen zu können. Und wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, ja, klar, nach dem 2-0 wird es dann schwierig, zurückzukommen. Hatten, glaube ich, nochmal dann 2, 3 Abschlusschancen. Aber grundsätzlich geht dann natürlich der Sieg dann so auch in Ordnung für den SV Sandhausen. Und ja, das ist mein Statement zum Spiel. Vielen Dank, Flo. Es gibt ein paar Fragen, die kommen alle von Johannes Kapitza von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Was haben Sie der Mannschaft nach dem Spiel mit auf den Weg gegeben? Ja, ich habe der Mannschaft mit auf den Weg gegeben, dass es wichtig ist, zusammen zu bleiben, eng zusammen zu bleiben, weiter hart zu arbeiten und dass ja, jetzt natürlich die Enttäuschung, die jetzt da ist, erstmal sacken zu lassen, aber dann natürlich auch wieder den Kopf nach vorne zu richten oder den Blick nach vorne zu richten, um das nächste Spiel anzugehen und da wieder zu fighten für 3 Punkte. Wie bewerten Sie die Szene der roten Karte? Mit etwas Glück hätte der Schiedsrichter auch das Spiel weiterlaufen und das Tor zählen lassen können. Ja gut, ich habe die Szene jetzt nicht nochmal im Fernsehen gesehen. Ich glaube schon, so wie ich es gehört habe, dass es ein Foulspiel war. Wenn er dann pfeift, gut, dann kann er, glaube ich, das Tor nicht mehr geben, sondern dann muss er es so machen. Also dementsprechend ja, kann ich da weiter nicht viel zu sagen. Hattest du gerade schon Bezug genommen, aber wie bitter ist es, wenn so eine Szene so früh ein wichtiges Spiel beeinflusst? Natürlich ist es bitter, aber es ist ja so, dass man dann trotzdem versuchen muss. Es gibt den ja auch 85 Minuten vor einem. Dass man trotzdem versuchen muss, das Beste da rauszuholen und für sich einen Weg zu finden, auch mit 10 Mann ein Spiel zu gewinnen oder einen Punkt mitzunehmen. Das haben wir jetzt in den 85 Minuten nicht geschafft. Deswegen ist es mit Sicherheit unglücklich, aber trotzdem war noch Zeit, um für uns auch was Zählbares mitzunehmen. 2 Fragen zum Personal. Die erste, wieso haben Sie den Torwart gewechselt? Das ist eine Entscheidung gewesen, jetzt über die Woche irgendwo auch gereift ist. Moritz Niklas hat sehr, sehr gute Leistungen in den vergangenen Wochen gebracht. Und wir haben uns gemeinsam im Trainerteam dazu entschieden, jetzt diesen Schritt auch zu gehen. Was hat für den ersten Startelf-Einsatz von Adam Suschatz gesprochen? Erhalt der Dreierkette? Ja, ich glaube, ich habe jetzt in den vergangenen Wochen auch schon gesagt, dass unser Ziel war, für uns auch eine Idee zu entwickeln und auch der Mannschaft Halt zu geben in einem System. Und auch in der Haltung, wie wir das Spiel angehen wollen. Dementsprechend haben wir uns auch daran gehalten, auch weiter in der Dreierkette dann auch das Spiel zu starten. Das war dann natürlich auch relativ schnell Makulatur, weil aufgrund der roten Karte wir dann umgestellt haben. Adam hat sehr, sehr gut trainiert die Woche über, muss man wirklich sagen, hat sich da voll reingehauen. Auch mit der Entscheidung in der vergangenen Woche ist er gut umgegangen, von Anfang an dabei gewesen, volle Kanne. Und dementsprechend ja, hat er seine Chance auch verdient gehabt. Für ihn tut es mir leid und ist auch bitter für ihn, dass er dann ja, nach 5 Minuten das Spiel im Endeffekt mit der roten Karte noch für ihn schon beendet ist. Letzte Frage zu dir persönlich. Welche Perspektive sehen Sie für sich? Rechnen Sie damit, weiter Trainer zu bleiben? Ja, wir haben das ganz klar abgesprochen, auch kommuniziert, dass ich jetzt erstmal bis Sandhausen auch Trainer bin. Ich habe jetzt erstmal nichts weiteres gehört. Dementsprechend werde ich auch das Training morgen früh vorbereiten und dann werden wir sehen, wie die Woche weiter vonstatten geht. Weitere Fragen an dich gibt es nicht. Dann geht es jetzt gleich weiter mit den Kollegen vom SV Sandhausen, denen wir natürlich alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison wünschen. Danke. Vielen Dank. So, und wir begrüßen unseren Trainer Gerhard Kleppinger.
mit dem Statement zum Spiel. Klebo, bitteschön. Okay. Erst einmal danke für die Glückwünsche aus Osnabrück. Wie gesagt, ich glaube, wir sind gut ins Spiel reingekommen. Es waren auch unsere Sachen gewesen, tiefen Läufe, der Ball kam gut, gab es den Elfmeter, dann waren wir ein Mann mehr gewesen, aber haben nicht so agiert, wie ich mir das vorgestellt habe, mit dem Mann Überzahl. Ich hätte mir gedacht, dass wir da das Spiel hinten heraus breiter aufbauen und mehr über den Sechser oder Achter ins Spiel reinkommen, aber Osnabrück hat es sehr gut gemacht, die haben ein sehr gutes Positionsspiel für mich gehabt, meine ich, obwohl wir jetzt nichts Großartiges zugelassen haben, aber wir haben keinen Zugriff mehr richtig gehabt, sind eigentlich erst dann wieder nach der Halbzeit und ich glaube so ab der 50. haben wir das sehr, sehr gut gemacht, wir sind gut aus dem Spiel, aus der Halbzeit rausgekommen und kriegen dann wieder einen Elfmeter und ich glaube aber, dass aufgrund von der zweiten Halbzeit dann auch der Sieg verdient war, trotz unserer Überzahl. Und ich glaube, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass die Mannschaft, nachdem sie auch in Führung war, dass so die Angst ein bisschen drin hatte, wieder einen Vorsprung zu verspielen oder vielleicht sogar in den Sand zu setzen. Das war dann auch vielleicht bedingt, dass wir nicht den Mut hatten, in der ersten Halbzeit vernünftig Fußball zu spielen. Dann kann ich nochmal anflechten, und zwar haben Sie alle mitbekommen mit dem Stefan Kulowitz. Ich wollte es eigentlich am Schluss sagen, der ja ins Krankenhaus gestern gekommen ist mit Corona und der sehr mitgelitten hat und von hier die allerbesten Genesungswünsche. Er hat ja auch die ganze Woche über mit uns bis gestern da hart mitgearbeitet für den Erfolg heute. Und wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder bei uns ist, dass er vor allem die volle Gesundheit da wieder erlangt und bei uns wieder an Bord ist. Ja, vielen Dank natürlich auch vom ganzen Verein. Alles Gute an Kulo. Dann kommen wir zu den Nachfragen. Klaus Weber von der Rhein-Neckar-Zeitung fragt, wie groß ist die Erleichterung nach diesem Sieg? Ja, die Erleichterung ist sehr groß. Wir haben ja auch gehört gehabt oder gesehen, oder, ja, dass Osnabrück uns auf Distanz halten wollte. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir die ein bisschen verkürzt haben, die Distanz heute. Von daher ist die Erleichterung enorm, sodass wir jetzt auch in dieser Woche ein bisschen ruhiger hinarbeiten können auf Eintracht Braunschweig. Während die Strafstöße 1 und 3 relativ klar waren, wurde bei Strafstoß 2 doch relativ viel reklamiert, Uli Taffertshofer gegen Nils Rösler. Wie hast du die Situation gesehen? Ich kann es selbst schlecht beurteilen. Ich habe es auch bisher im Fernsehen jetzt nicht angeschaut. Ich muss es erstmal anschauen und ja, ob der jetzt berechtigt war oder unberechtigt war, ich kann es leider nicht beantworten. Wie hast du die Fanaktion vor dem Anpfiff rund ums Hartwaldstadion wahrgenommen? Ja, es war eine tolle Aktion, war so ein bisschen auch Gänsehautatmosphäre, wobei ich den Fans überhaupt den Lob machen muss. Die haben sie die letzten Tage auch schon immer beim Training auch mal begleitet und unterstützt und Mut zugesprochen. Und es war heute eine fantastische Aktion von unseren Fans vor dem Spiel. Frage von Max Wendel, Schwetzinger Zeitung dpa. Wie war es für dich, die Verantwortung heute allein zu tragen? Ja gut, es war halt auch nicht so einfach, weil man das auch mit dem Kulo im Hinterkopf drin hatte. Also ich wusste ja genau, wie es so steht, wie es läuft. Und das tust du auch nicht so leicht aus den Klamotten wegtun. Von daher war es heute nicht ganz so einfach. Aber die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen und auch für Kulo Gas gegeben. Und von daher haben wir das, glaube ich, zusammen hervorragend dann auch erledigt. Inwiefern war es für dich heute bei diesem Spiel auch eine Bestätigung deiner, eurer Arbeit der letzten beiden Wochen? Ja, okay, gut, heute haben wir halt den Dreier eingefahren. Letzte Woche, fand ich, haben wir es auch schon gut hinbekommen in Paderborn. Waren aber zweimal schlafmützig bei den Defensivaktionen. Dann sind wir halt um den Lohn gebracht worden. Heute konnten wir es durchziehen, auch in Überzahl. Und ich glaube, am Ende des Tages zählt eigentlich jetzt nur mal die 3 Punkte, die wir jetzt dringend notwendig hatten. Und dass wir auch wieder mal die Null hinten hatten.
Das war's mit den Nachfragen. Herr Kleppinger, vielen Dank. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche. Freitag wird Pressekonferenz sein und am Sonntag geht's zum Auswärtsspiel zu Eintracht Braunschweig. Anpfiff dann auch um 13:30 Uhr. Bis dahin noch einen schönen Restsonntag. Bleiben Sie gesund und tschüss.